Und damit ein Hallo und herzliches Willkommen zurück zu mehr blöde Gucken. Zu mehr Spyro, Year of the Dragon. Ja, wir haben beim letzten Mal, haben wir hier die Sublevel geschafft. Und ja, diesen Pinguin hier befreit. Dann wollen wir diesen Stützpunkt, also Sergeant Birds Stützpunkt oder Basis, mal betreten. Ihr seht gleich direkt eine neue Mechanik. I have to train the hummingbirds. They must be in peak physical condition if we're going to take on the sorceress. Ja. Und zwar spielen wir jetzt als Pinguin. Ich mag die Mechanik nicht so gern. Wir können hier halt als Pinguin können wir ausnahmsweise können wir fliegen. Und wir können Raketen abschießen. So. Des Weiteren können wir mit den Raketen auch zielen. Und Boots. So. Nur mal so, aber ich mag die Mechanik nicht. Die ist gewöhnungsbedürftig. Wenn man erstmal so. Entschuldigung, wenn ich gerade nicht so viel rede, ich nehme mal früh morgen auf, daher bin ich noch etwas im Schlafmodus. Daher entschuldigt Sir, bitte. The situation is this. Yesterday at 1845 hours, the Rhinox invaded. We defended as best we could, sir, but without your leadership, we didn't put up an effective resistance. By 1900 hours, the rest of the squad was captured and the Rhinox had complete control of the base. Hat das eine Französin synchronisiert? Hat sich von Marc Tanter fast so angehört. Irgendwie lustig. Hi. Wer fällt denn Blumen? Wenn du dazu kommst, ich geb dir jetzt einen Headshot. Das war kein Headshot. So. Aber hier oben müssen wir lang. Daher, wo gehen wir hin, wenn wir lang müssen? Genau, dahin, wo wir nicht lang müssen. Man kennt es ja aus anderen Spielen. Erstmal dahin, wo man nicht lang muss. Denn, aua. Denn, ich habe gerade automatisch schon einen befreit. Die Vögel hier, die in Käfigen sind. Die jetzt aber befreit sind. Die müssen wir befreien. Ich glaube, das war ein bisschen falsch formuliert. Wir müssen Vögel aus Käfigen befreien, so. Ihr seht, es ist wirklich früh am Morgen. Hier, meine Wortfindungsgabe ist gerade nicht dabei. Gehst du wohl? Dankeschön. So, auch hier in dem Level machen wir natürlich die 100% fertig. Heißt auch an den Decken müssen wir gucken. Wegen den Luftballons, die hier da kleben. So, tschüss. So, tschüss. So. Der hat mir Headshot gegeben, Alter. Das ist doch nicht wahr. Raketen reichen nicht aus, oder was? Ja. Ach ja, stimmt, da braucht man ja was anderes. Ah. Ja, genau, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, snack erstmal das. Dann haben wir wieder einen blauen Spark. So. Ist hier irgendwas an der Decke? Nö. Dann schießen wir mal auf hier. Schießen wir mal auf hier. So. Sir, I've captured the enemy Russians. They won't march far on an empty stomach. Leerer Magen? Okay. Siegfried. Sir, the Rhinox have blocked the way out of this next cave with a security door, and I don't think you'll be able to blast your way through this one. Recommend you land on the weights and carry them to the pressure-sensitive security switches either side of the door. When in position, press the square button to drop the weight. Press the triangle button once to look down, press it again to look up, sir. Ich verstehe, Gabriel.
Gabrielle. So, deshalb der von so gesagt hat. Ist das hier Moorhuhn? Das ist hier definitiv Moorhuhnjagd, oder? So. Tschüss. So. Noch was? Kann man ja alles von hier oben handeln, ne? So. Der da. Der wie fies. Der hat einfach nichts mit der Sache zu tun. So. So. Noch jemand? Ja, anscheinend sind alle weg, weil sie geht. Gabrielle. So, wir sehen hier ein schweres Metallobjekt, das können wir heben, aber dazu gleich mehr. Erstmal das übliche. Da haben wir noch einen Vogel, hatte ich fast übersehen. So. Na komm schon. Ups. So, den Vogel haben wir. Dann nehmen wir das Objekt hier. Und zwar müssen wir die auf die blauen Plattform tragen, damit sich die Tür öffnet. Boots. So. Haben die eigentlich alle so französische Namen? Möchte ich mal wissen. Request permission to cheer, sir. Hippie pourrie! Anscheinend. Eloise. Gabrielle und Eloise. Naja. Okay. Kann ich eigentlich, was passiert, wenn ich... Ja. Das in der Lava versenken lasse. Ich will nur mal testen. Nur mal gucken, was passiert. Schade. Oder? Passiert was? Weil er wieder geflogen ist. Ich bin tierlieb. Ich bin ganz tierlieb. Geh aus dem Weg. Ach, du stehst mir nicht im Weg. Sehr gut. So. So. Noch einer. Da oben. So. Da haben wir hier noch einen. Was sind das zielsuchende Dinger? Habe ich so einen Eindruck. Übrigens haben wir hier Sniper. Oder Fancamper, ehrlich gesagt. Lernen wir von Fernkämpfer, die zuerst es ausschalten. Genau. Die zuerst es ausschalten. So. Nimm dir. So. Und dann sammeln wir mal fleißig Wetter ein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Keep fighting the good fight, sir. We're almost there and I'm right behind you. Right behind you. Right behind you. So, aber zuerst nehmen wir uns das Teil. Danke. Oh, wir haben vier Schuss. Vier Würfe, wie auch immer. Fliegen damit erstmal ein Stück zum Anfang. Sonst vergessen wir das nachher noch. Denn vorher ging ja eine Tour nicht offen. Auch mit den Raketen nicht. Uiuiui. Aber hier, mit diesen Missiles,
Ahnung, wie die Dinger heißen. Können wir fast nicht treffen. Aber zumindest die Truhe öffnen. So, haben wir das hier schon mal eingesammelt. Dann können wir weiter. Die Steuerung. Ich habe ja gesagt, ich mag die Mechanik nicht so. Aber okay. Damit müssen wir dealen. Hallo, ich bin der Mr. Tierliebe Pinguin. Das sind keine Tierliebe Folge, du. So. Hat schon wieder Pinguin getroffen. Das war aber jetzt keine Absicht. Pinguin getroffen. Ein Igel getroffen. Das war jetzt aber keine Absicht. So. Der da. Der da. Treffe ich den? Sehr gut. Der da. Der. Hä? Mission accomplished. It's great to have you back, sir. It's great to have you back. It's great to have you back. Ich mag diesen Akzent. Huh? Sir, we need to rescue the rest of the squad before we can launch a raid on the Sorcerer's Castle. Ja, wir müssen den, Sir. Ja, ja, ja. Müssen den Rest von den Piepmützen müssen wir befreien. Da hinten haben wir zum Beispiel eins. Ich höre keine Musik. Jetzt habe ich wieder Musik. So. Erstmal alle Mobs hier erledigen. Hallo? Wohin zielt der? Wie? Was? Das zählt einfach nicht. So, jetzt leck. 3. Du hast einfach nichts zu sagen oder wartest du, bis ich da weg bin? Ja, scheinbar. Reporting for duty, sir. Französischer Akzent, Alter. So. Nicht mehr. Das Ding hole ich dann da oben runter. Das hole ich von da oben runter. Das machen wir uns so. Aber ich sollte eigentlich alles hier kriegen in dem Level hier. Weil so kompliziert ist das auch nicht. Ich habe damals in diesem Level habe ich so verkackt als Kind. Das war nicht mehr schön. Das kann ich euch sagen. Weil ich kam mit der Mechanik dieses Pinguins einfach nicht klar. Das war der Wahnsinn, ey. Was willst du? Willst du mich einfangen? Scheiß Netz, ey. Scheiß Vodafone-Anbieter. Versteht ihr? Ich bin im scheiß Netz und... Ja, ich höre schon auf. So. Ein Topaz, ein Thomas. Den kriegen wir nur mit Dings auf. Dann haben wir da oben noch was. Oh, ich hab vergessen. So. Ich glaube, ich von der Luft sollte ich jetzt eigentlich alles haben. So, dass wir nur noch die Truhen öffnen brauchen, die mit den schwereren Bomben gehen. Wie auch immer man die Dinger nennt. Missiles. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Oh nein, da fehlen tatsächlich nur Gegner. Da wirft sie. Oh. Mit Blumentöpfen werfen. Ganz, Boah. Leck mich hart.
Warte, da ist ein Dings in der Lava. Oh, sehr gut. So. Dann haben wir das. So. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Mechanik hier nicht mag. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt. Das... Guckt man da hin, weil das ist noch ein Vogel. Das zeige ich euch gleich. Aber habt ihr bestimmt schon mit einem kleinen Augenwinkel schon gesehen, wie man da hinkommen könnte. So. Dann wollen wir mal. Ups. So. Da oben war noch was. Wir wollen ja die 170% haben, ne? Und jetzt mal komplett daneben treffen. Das ist natürlich auch eine Alternative. So, eine Alternative für den Pinguin. AFP. So. Ja. Habe ich noch was übersehen? Ja, habe ich. Was war das dann? So, jetzt aber habe ich mir noch mal übersehen. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das war es hier überall. Machen wir erstmal so. So, jetzt geht's hier lang. Heiß. Die Teile kennen wir bereits aus der Wolkenstadt. Au. Das war aber nicht das, was wir suchen. Sag mal. Ich wollte gerade schon sagen, ey. So, jetzt fehlt uns noch ein Vogel. What are your orders, sir? What are your orders, sir? Ah, diese Akzente. Heiß. Ich habe gleich keinen Sparks mehr. Ich muss aufpassen, was ich tue. Ich habe echt kein Spaß mehr. Aber zum Glück sind hier Marienkäfer. Doch ich kann sie nicht finden. Wo sind denn die Marienkäfer? Ich habe echt kein Spaß mehr. Lalala. Wo sind die Marienkäfer? Hallo? Da. Eins. Zwei. So. Wie war das jetzt? Ich habe gerade vollkommen den Plan vergessen, wie man da hinkommt. Das ist belastend. Ich muss gerade ernsthaft nochmal überlegen. Nun. Belastend. Weißt du was? Ich schneide hier und suche offscreen nach dem Weg. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe rausgefunden, wo das ist. Alter, Entschuldigung. Ich muss da jetzt aufstoßen. Und ich habe auch noch rausgefunden, wenn man hier, übrigens das ist kein Igel, das sind Maulwürfe. Ich bin so doof. Wenn man hier jeden Maulwurf tötet, dann gibt das einen Skillpoint. Und wie gesagt, mehr Leben haben oder nicht haben, ne? Und ich habe nebenbei noch was gesnackt. Nun denn, wie auch immer. Ich habe rausgefunden, wo das ist. Und zwar brauchen wir eine Bombe. So, die transportieren wir fast zu Anfang des Levels. Aber nebenbei gucken wir noch, wo Maulwürfe sind. Goofers. Nicht zu wechseln mit dem aus Winnie Pooh. Ich
haben alle eigentlich, ne? Ah ja, okay. So. Dann hier oben hin. Und ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Und zwar... Oh, hi. Ups. Das waren aber immer noch nicht alle. Und zwar... Hallo, Kamera. Kamera, danke. Da, wo die Truhe stand. Da seht ihr eine Abbildung. Die soll anscheinend irgendwie darauf hinweisen, dass da was ist. Und zwar können wir hier... Boots! Frag mich echt, wie man darauf kommen soll. Naja, okay. So. Haben wir hier zufällig noch... Eichhörnchen? Nein. Maulwürfe. Ich komme nie auf das Wort. So. Dann geht's jetzt auf nach unten. So. Machen den hier platt. Ich hoffe, der trifft uns nicht. Okay, so eine Range hat er nicht. Sehr gut. Dann sammeln wir das auf. Und sammeln hier den Rest nochmal auf. Dann dürften wir eigentlich alles haben. Jawohl, sehr schön. Sehr gut. Before I was captured, I recovered this egg from the enemy, sir. Roy! Damit hätten wir auch alle Eier. Haben wir das hier also geschafft. So, aber jetzt will ich den Skillpoint aber noch haben. Gib mir den Skillpoint. Ich will Leben haben. Nichts wechseln mit, ich will Leben. Wo ich das auch will. Aber das ist was anderes. Haben wir hier nur Maulwürfe? Ich will dauernd Igel sagen. Nein, hier sind keine. Sind da welche? Na? Nein. Hä? Jetzt geht's hier auf der Suche nach der Nadel im Leckhaufen. Ja gut, ich bin gleich wieder da. So. Keine Ahnung, was da wieder los war. Oh, da haben wir da oben noch einen. Den wollen wir natürlich auch noch abfrühstücken geben. Halt nicht. Dann machen wir das halt so. Oder auch nicht. Dann machen wir es von hier. Oder wir tun mit der Bombe raufschmeißen. Das ist natürlich auch eine Alternative. So. Das gab natürlich auch keinen Skillpoint. Ich weiß, dass es einen Skillpoint gibt. Ich fail ich die Skillpoints die ganze Zeit oder was ist los? Hä? Oder muss ich ernsthaft alle mit der Bombe kaputt machen? Ist ja scheiß drauf. Da scheißt der Hund jetzt wohl drauf. Awaiting orders, sir. Naja. Befehle gibt's jetzt gerade nicht. So. Ne, komm schon. So. Dann sind wir hier mit der Welt erstmal fertig. Also vorläufig. Wir haben zwar nur ein Level gemacht, aber trotzdem gehen wir erstmal wieder zurück. Ups. Ah, okay. So. So, Sunrise Spring. Und der Boss Dungeon. Wie ihr sehen konntet, können wir die
Die Bosse können wir immer wieder neu machen. Was das bringt, der mal dahingestellt. Aber in Ordnung. So. Und zwar haben wir einmal das Level, wo der Pinguin noch fehlte. Und dann gibt es da hinten noch Sparks erste Mission. Also haben wir hier noch ein bisschen was zu erledigen. So, aber ich würde sagen, da ich in diesem Part etwas schneiden musste, enden wir den Part auch direkt für heute. Und ich sage, ihr trefft. Genau. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Musch. Ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.